Ja, moin Leute. Wisst ihr, wer der größte Elektroautohersteller der Welt ist? Ja, es ist Tesla. Tesla war 2022 wieder mal Nummer 1 nach 2021 größter Elektrobauer der Welt mit 1,35 Millionen rein Elektroautos. Da legten die Amis gegenüber dem Vorjahr um 45% zu. Der Senkrechtstarter des Jahres unter den E-Auto-Herstellern, das war aber BYD. Die sind aktuell die neue globale Nummer 2. Nach einer Verdreifachung ihres Ausstoßes auf 920.000 produzierte Einheiten. Damit haben sie General Motors auf Rang 3 verdrängt. Hä? General Motors? Ja, General Motors, die hat niemand auf dem Zettel. Aber die haben vor allem dank ihrer China-Tochter Wuling 680.000 E-Autos gebaut. Weiß hier kaum einer. Auch der VW-Konzern musste BYD vorbeiziehen lassen und landete mit 520.000 Einheiten vor Volvo-Mutter Geely 360.000 E-Autos und Renault-Nissan 340.000 weltweit auf Rang 4. In Europa ist VW aber immer noch auf Platz 1, denn 2022 war der Volkswagen-Konzern mit knapp 350.000 verkauften E-Autos hier der Marktführer. Tesla lag mit 232.000 Autos dahinter und Stellantis mit 230.000 knapp auf Platz 3. Alle chinesischen Marken zusammen kamen in Europa auf 62.000 Einheiten. Die legten aber mit einem Plus von 129% das stärkste Wachstum hin. Da darf man mal gespannt sein, wann die hier alle eingeholt haben. In Deutschland ist die Zahl rein elektrischer Neuwagen im März übrigens wieder stark gestiegen. Stärker als zuletzt. Etwa 44.100 reine E-Autos kamen in dem Monat neu auf die Straßen. Das waren rund 28% mehr als noch im gleichen Monat des letzten Jahres. Damit war das Wachstum im Vorjahresvergleich doppelt so groß wie noch im Februar. Der Marktanteil elektrifizierter Neuwagen lag im ersten Quartal 2023 bei 20% der Neuzulassungen und damit nur 4 Prozentpunkte niedriger als im ersten Quartal 2022. Die Delle am Jahresanfang hat sich also nicht so drastisch ausgewirkt, wie so manche Experten geunkt hatten. Da wurde ja das Elektroauto wegen der sinkenden Förderung quasi als langfristig unverkäuflich hingestellt. Viele hatten halt noch im Dezember 2022 zugeschlagen und den Kauf eines E-Autos vorgezogen. Mittlerweile normalisiert sich das aber wieder und die Zuwachsraten bewegen sich wieder steil nach oben. Was meint ihr denn? Wie werden sich die Neuzulassungen bei den E-Autos entwickeln? Wann werden wir den Gleichstand zu Verbrennern erreichen? Und werden die deutschen Autobauer in Zukunft weltweit auch bei den E-Autos ganz oben mitspielen können? Wird es Toyota noch lange geben, wenn sie nicht bald mehr Elektroautos auf die Straße bringen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Meinung. Das war Move Electric in fast einer Minute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.